Und damit herzlich willkommen zurück zum dritten Teil der epischen Schlacht um Gettysburg mit mir, dem schlaffen Keks. Ja, Freunde, also zwei Schlachten haben wir schon geschlagen, zwei epische Siege haben wir davon getragen. Nach dem ersten Kampf ging es hauptsächlich darum, wir kamen in Gettysburg an und mussten versuchen, die Verteidigung der Union zu übernehmen, zu überrennen und Gettysburg einzunehmen. In der zweiten Folge ging es darum, Gettysburg zu halten und zu verteidigen, denn die Unionsarmee hat versucht, mit allen Mitteln die Stadt wieder zurückzuerobern. Und auch die zweite Schlacht haben wir episch geschlagen und unsere Gegner in die Flucht gedrängt. Und jetzt, Freunde, in der dritten Schlacht geht es darum, die Union so langsam aus dem Gebiet zu verdrängen und ein für alle Mal klar zu machen, wer hier das Kommando hat. Und zwar die Südstaaten, ja, mit General Lee und dem unbekannten General, den, ihr habt es bestimmt schon erraten, natürlich wir spielen, der in der Geschichte natürlich so nicht vorkam. Ja, jeder weiß, wie es ausging, aber solange wir spielen, können wir den Lauf der Geschichte vielleicht verändern. Und damit willkommen zurück. Und wir machen auch schon direkt weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ja, ich glaube, es sieht so aus, als wären wir hier aktuell leicht in Überzahl. Muss natürlich nichts heißen. Wahrscheinlich müssen die, davon gehe ich mal aus, die Yankees ihre Position halten, bis Nachschub eintrifft. Mal schauen, ob sie so lange am Leben bleiben. Ich sag einfach mal go. Dann bewege ich die ersten Truppen auch schon mal in Stellung. So, ich muss gucken, dass ich die Artillerie ungefähr auf eine Linie bekomme. Dasselbe ebenfalls mit den Fußsoldaten. Das sind schon lustige Namen hier der Felder, das finde ich auch schon schön gemacht. Ich denke mal, hier kann man relativ geschlossen vorgehen eigentlich. Was wir hier noch an Artillerie haben, ist der Wahnsinn, wenn ich das mal so sagen darf. Also wir haben zahlreiche Kanonen, zahlreichen Nachschub da oben, mit denen ich mal so langsam runterkommen werde. Ich weiß nicht, ob von da oben irgendwas reinkommt. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Allerdings, ich lasse die Artillerie, die 5 Stück mal da oben. Oh ja, okay. Dann werde ich die einfach auf dem zweiten Hügel platzieren. Ungefähr, wie hoch ist der? 40 Meter? Oder 400? 400 wahrscheinlich, weil der ist 508 Meter hoch. Die Jungs sind da oben eigentlich schon relativ gut. Brauchen wahrscheinlich nur ein bisschen Schutz. Da würde ich gucken, dass ich da ein paar Einheiten platzieren kann, die der Artillerie ein bisschen Deckung geben, falls die... Na, da braut sich schon ein bisschen was zusammen. So. Wie man sieht, ich baue hier jetzt eine Linie auf und möchte dann langsam nach unten ziehen. So, die Artillerie lassen wir mal in Gettysburg. Ich weiß nicht, was da von hinten oder von der Seite oder sonst wo irgendwie noch an Nachschub kommt. So, aktuell werden wir hier beschossen. Und zwar von 4 Artillerieeinheiten. Das heißt, ich muss versuchen, da irgendwie schnell dran zu kommen.
so, mal gucken, vielleicht. Ich weiß nicht, wie weit können die denn. Was haben die denn für eine Reichweite? Ich kann es momentan irgendwie nicht einschätzen. Ah ja, hier sieht man den Sichtradius. Ist ganz knapp. Wir müssten vielleicht noch ein Stückchen nach vorne. Hier haben wir noch einen General. Den werde ich mal mit hier hinschicken. Und weitere Artillerie. Genau. So, jetzt stehen wir ungefähr auf einer Linie, das sieht gut aus. Ich werde jetzt hier versuchen ein bisschen. Oh, da sammeln sich aber wirklich viele auf der rechten Seite der Karte. Von uns aus gesehen rechts. Ich muss schauen, dass ich da auf jeden Fall. Scharfschützen. Hier haben wir noch Scharfschützen. Ich werde das ganz geschickt machen. Ich werde die hier im Busch platzieren. Beziehungsweise schon hier. Dann haben die die Möglichkeit, weil da kommen jetzt langsam welche. Ich muss hier auf jeden Fall rüber und langsam in Richtung der Artillerie vorstoßen. So, die können sich eigentlich mal. Neu formatieren. Ach du Scheiße. Sowas hatte ich doch fast schon geahnt. So, jetzt brauche ich Feuer von da oben hier unten drauf. Und auch unbedingt. Scharfschützen müssten sich zurückziehen. Und Scales-Units, die uns schon seit der ersten Schlacht mitbegleiten, sind auch wieder mit am Start. Ich glaube, ich werde die Artillerie mal ein bisschen aufteilen hier. Die sitzen alle so an einem Haufen. So, die Jungs hier wurden schon wieder leicht zurückgedrängt. Ja, momentan ist eine unserer Gruppen direkt in Beschuss. Die Scharfschützen wurden auch zurückgedrängt. Wo sind denn unsere Scharfschützen? Mit unseren Scharfschützen passiert. Oh, die brechen hier in der Flanke durch. Ach du Scheiße. Die konzentrieren sich komplett auf die rechte Seite. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe doch gesagt, wir hätten mit allen rechnen müssen. Aber das werde ich ausnutzen, wenn die mich da angreifen. Werde ich einfach versuchen, langsam vorzumarschieren. So, der General. Ach du Scheiße. Ich muss unbedingt die Stellung da oben halten, nicht, dass sie den Berg wieder zurückbekommen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hatte es vermutet. Also, ich habe vermutet, dass die da kommen, aber nicht in so hoher. Nicht in so hoher Zahl. Ja, unsere Leute formieren sich hier gerade neu. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie versuchen, die Artillerie richtig zu positionieren. Bevor es zu spät ist. Und uns neu formieren. Tja.
schaue ich mal. Schaue ich natürlich doof rein. So, wie sieht's denn hier unten aus? Da passiert momentan noch nicht allzu viel. Aber ich denke mal, das mit denen werden wir keine Probleme haben. Den Punkt können wir schon einnehmen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir den da oben verlieren. Also unsere Einheiten ziehen sich hier gerade zurück. Ich muss die Artillerie auch zurückziehen. Ich habe da oben einfach zu wenig Leute. Scheiße. So, angesichts der Tatsache, dass hier unten fast gar nichts ist, werde ich 3 Bataillone von hier unten abziehen. Mein Gott. Was zum... Was habe ich denn da jetzt gemacht? Ah, das ist gar nicht so einfach. Na, sollen sie erstmal in die Richtung ungefähr laufen? Ja, die brechen hier tatsächlich langsam durch. Aber noch haben sie den Berg nicht. Und wir bekommen Verstärkung. Die kommt genau richtig. So, die Artillerie macht uns da unten weiter noch zu schaffen. Ich versuche nochmal einen weiteren Vorstoß. Kann aber, der General bringt uns hier gar nichts. Ja, jetzt wird es doch ein bisschen hartnäckig. So, eine Truppe brauche ich hier unten natürlich noch. Nehmen wir einfach mal die 971. Lane. Die sollten wir relativ einfach hier abhalten können. Und dann ziehe ich mal mit den Jungs langsam vor. Nee, scheiße, die werden von da oben auch beschossen. Sollen sie sich mal weiter in den Wald zurückverziehen? So, wie sieht's hier oben aus? Ich bin mir jetzt nicht schlüssig, ob ich direkt auf den Berg zulaufen soll. Ich meine, wir haben gerade Verstärkung bekommen. Das sieht auch ganz gut aus. Wir können den Berg anscheinend halten, also sie sind bisher noch nicht weiter vorgedrungen. Und hier unten halten wir das Gebiet, soweit ich das sehen kann, auch. Das passt. Okay. Hier gerade passiert. Die wollen natürlich ihren 7500er. Ich weiß nicht, wofür die Zahlen stehen, ehrlich gesagt. Also es sind keine Höhenmeter. Das sind wahrscheinlich die Anzahl der Einheiten, die man bekommt, wenn man, also an Verstärkung, wenn man das Gebiet hält oder was. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. So. Sieht hier mit der Artillerie aus. Eigentlich gar nicht mal schlecht. Die werden ordentlich beschossen von der Seite. Und auch von hier. Oh, aber da unten kommen sie jetzt langsam durch. Wie gut, dass hier gerade unsere Verstärkung antrödelt. So, sieht so ein bisschen aus wie so ein Dreizack. Ich nenne es mal die Dreizack-Formation.
Beziehungsweise die können sich echt mal darauf konzentrieren. Und da unten kommen weitere. Ich muss hier von hinten ein bisschen auflösen. So. Die Jungs stehen dann ein wenig seltsam, finde ich. Ich gehe einfach mal hier in das Wald, in dieses Waldstückchen, in der Hoffnung, dass ich einfach genug Deckung habe, um aus dem Wald rauszuschießen. Und da unten kommen weitere gegnerische Einheiten hervor. So, hier sieht es auch wieder sehr nice aus. Wenn ich das richtig deuten kann, hat unsere Artillerie hier unten gute Arbeit geleistet soweit. Das kann ich von zwei Flanken momentan verteidigen. Von der Stewart-Gruppe und von der Thomas-Gruppe. Mit Artilleriebeschuss. Weil die lasse ich, glaube ich, mal einfach mal hier stehen. Also das macht momentan relativ guten Eindruck. So. Also hier sehe ich keine Probleme aktuell. Es gibt übrigens insgesamt 1, 2, 3, 4 Punkte auch wieder auf dieser Karte. Ja, ja. 4 Punkte und 3 davon jetzt schon in unserem Besitz. Oh, das Battle ist schon delayed. Wir kommen, wir müssen... Warum ist denn das Battle jetzt schon delayed? Das heißt, wir müssen jetzt schon voll angreifen, oder was? Wenn wir den Punkt erobern wollen. Mach mich nicht fertig. So, das heißt, genau, die bleiben jetzt mal da oben stehen auf der Linie. Da sollte eigentlich von hier aus, von links nichts mehr kommen. Und wir sehen, wir erobern gerade das dritte Gebiet. Die blaue Farbe entweicht und wird langsam grau. Das ist fast wie ein bisschen wie ein Capture the Flag. So, aber bevor die Schlacht vorbei ist, ich will das unbedingt noch... Aber die Männer der Union kämpfen tapfer, das muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Die kämpfen genauso wie wir um jeden Millimeter hier auf dem Boden. Aber wir sind einfach zu viele, wir sind einfach eine Überzahl. Also die haben... Die KI spielt auch nicht sonderlich aggressiv. Ich glaube, könnte ich das Spiel nochmal auswählen. Ich würde es, glaube ich, mal testweise auf den schwierigsten Grad stellen. Aber aktuell zumindest scheint es zu gehen. So, ich ziehe mit den Units mal hier runter. So, diese Seite ist hier komplett offen, aber da sind absolut keine feindlichen Einheiten. Deswegen mache ich mir, was das betrifft, gar keine Sorgen. Und der Berg gehört damit auch schon wieder uns. Schade, dass es so schnell und einfach ging. Aber... Bei so vielen Kanonen, was sollen sie ausrichten? Ganz ehrlich, die armen Kerle. Sie haben ja nur versucht, ihre Flanken zu halten. Übrigens steht da oben immer noch 1. Juli 1863. Ich bin ein wenig verwirrt. Es sollte eigentlich... Ich dachte, es wären nur 4 Kämpfe. Und es kommt dann noch der 2. Juli, 3. Juli, 4. Juli.
So, da oben kämpfen sie trotzdem noch weiter im Wald raus. Lassen sich nur schwer ausfindig machen, weil sie gut versteckt sind einfach. Aber jetzt haben wir hier genug Verstärkung, dass da keiner mehr durchbricht. Und der Beschuss ist von da oben auch zu hart. So, ich gehe mal mit Stuart hier oben auf die andere Seite. Da oben ist gar nichts, da brauche ich mir also gar keine Gedanken machen. So, noch 23 Sekunden, 10, 9, 8, 7, 6, Schlacht ist vorbei. Ja, und wieder einmal ein schneller und epischer Sieg am 1. Juli 1863, Freunde. Verluste, oh, fast gleich viel auf beiden Seiten, fast gleich viel, aber ja, wir haben gewonnen. Wir haben alle 4 Punkte erobert und okay. Ah, jetzt geht es um die finalen Kämpfe langsam. Also wir nähern uns jetzt schon. Es ist eine relativ kurze Kampagne. So viel kann ich euch schon mal sagen. Deswegen gibt es hier nicht so viele Folgen von. Jetzt planen wir unsere finale Strategie. So, greifen wir die Union final von der linken Seite an. Das heißt, wir täuschen einen Angriff von vorne vor, kommen dann aber mit einem Überraschungsangriff von der Seite, mit dem sie nicht rechnen werden. Hier oben sind noch weitere besetzte Hügel. 4 Punkte. Oder? Oder lassen wir unsere Einheiten, wenn ich das richtig verstehe, ausruhen und darauf warten, dass Verstärkung eintrifft. Tja, das ist jetzt die große Frage. Nö. Wir machen diese Strategie. Wir werden von der Seite angreifen und einen Überraschungsangriff landen und sie dann versuchen, aus dem Gebiet oder weiter aus dem Gebiet zu verdrängen. Das soll es sein, der 2. Juli 1863 um 15.24 Uhr. Ja. Wow, jetzt geht's richtig rund. Denn diesmal sind wir in Unterzahl. Zumindest am Anfang. Wenn ich das mal zusammenzähle, die haben am Anfang 21.700 Soldaten, wir 10.000. Das heißt, die haben jetzt ihre Verstärkung. Die haben 58 ganz. Aber wir kommen mit 60 ganz Verstärkung. Und 18.889 Soldaten, die erwartet werden. Ob das dann auch tatsächlich so viele sind, bleibt abzuwarten. Okay. Also die Yankees haben sich zurückgezogen auf 2 Hügel der südlichen Cemetery Ridge, also des Gebirges da. Das ist ja die finale Verteidigung, ihre letzte Verteidigung und Rückzugsmöglichkeit. Und das ist wahrscheinlich auch schon die finale Schlacht, ich weiß es nicht. Unsere Mission ist es, anzugreifen und die Verteidigung zu zerstören. Okay, und man muss daran denken, dass ihre Männer auf diesem Hügel, den wir angreifen sollen, zusätzlich zu den ganzen Waffen auch noch hochmotiviert sind, uns zurückzuschlagen. Denn jetzt geht es um die Wurst, jetzt geht es um alles.
Okay, wir bekommen Verstärkung von einigen Generälen aus dem Westen. Aus dem was? Ach, aus dem Norden. Und aus dem Westen natürlich, mit dem wir dann von hinten angreifen können. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir, denke ich mal, durch diese Verteidigung überhaupt durchkommen. Von vorne werden wir kaum eine Chance haben, dann den Berg hochzukommen. Also da brauchen wir den Überraschungseffekt von hinten. Und der muss halt, da haben wir einen Versuch und der muss halt wirklich gelingen, denn sonst ist Feierabend. Okay. Dann auf zum großen Finale. Und hier sieht man auch schon die ersten Hügel, die gerade versucht werden, von der Union erobert zu werden. Zwei Punkte haben sie schon, einen hätten wir. Den werden wir wahrscheinlich knapp verpassen. Es kommt darauf an, wie schnell die Jungs sind. Muss ich mal gucken. Es wird auf jeden Fall spannend. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.